Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder mal, Gimmicko mit der 50. Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ich hasse es. Bleib weg, Misty. Macht alle ein Salto für mich. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand anheben. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Also ich finde es ja sehr nice. Ich muss mit der Kurbel den Wasserstand. Vielleicht kann das Wasserrad etwas ziehen. Das kann ich nicht mehr benutzen. Ich kann das Floß mit der Spule am Wasserrad verbinden. Ich brauche ein Floß. Jojo. Muss man dich erst hier runter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Nein. Alter, ich hasse es. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ach, da. Ich brauche ein Floß. Ich brauche ein Floß. Ich kann den Anker mit der Spule des Wasserrads verbinden. Den Anker? Es geht weiter. Hört das nie auf? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Immer diese Mistviecher, ey. Die alles kaputt machen. Ich kann den Anker mit der Spule des Wasserrads verbinden. Jetzt sollte ich höher hinaufkommen.
Solltest du, könntest du, müsst du, müsstest du. Na? Die Frage ist, das kleine Problem da. Sehr schön. Ja. Hoch mit dir. Geschafft. Bin mal gespannt, was ich jetzt dazu bekomme. Wer immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Erhöht Chancen, Feind im Nahkampfangriff niederzuschlagen. Cool. Okay. Okay, das war nice. Also zwei dieser Kryptas filme jetzt noch. Muss mal kurz auf der Karte was gucken. Oh, alle erledigt. Geil. Oh, da haben wir noch ein Überlebungsversteck. Na, wo hast du dich denn versteckt? Ganz, ganz. Ja, ich wollte eigentlich das Überlebungsversteck, aber machen wir mal auch mal. Sehr schön, da hätten wir das Überlebensversteck auch geschafft. Sonst irgendwas noch? Du vorhin. Da noch ein Überlebensversteck. Oh. Moniten auch schon fertig. 4 Überlebensverstecke. Wer fehlt mir noch? Da kann ich 1 finden. Eine Ruine. Au. Einen, wo ich noch helfen kann. So, alles wieder einpacken. Schlangenmaske wieder auf. Weiter geht's. Ist. Wie zum verdammten Fick komme ich wieder zurück.
gekämpft hat über ein Überlebensversteck. Ja, das ist jetzt die Frage, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah. Okay. Das ist echt eine gute. Wie komme ich jetzt zurück? Houston, wir haben ein Problem. Na doch nicht, Houston. Ich war wieder nur zu blöd zum Überlegen. Also, wie immer eigentlich. Und ab in die schöne, schöne Wasserlandschaft. Alter. Achso, wollte gerade sagen. Und einmal Luft holen. Aber wo ich mir ist noch was aufgefallen. Wir müssten einmal nochmal zurück, nochmal in die Stadt, wo ich lade ja die Folgen generell aufnehmen tue ich ja sie ja und gucke sie, wenn ich dann auf dem Rechner habe, nochmal alles durch. Und ja, da ist mir was aufgefallen. Wir müssen bei einem Punkt nochmal zurück, weil da ist eine Tür, die ich mit der Seilbinde zerstören muss. Und ja. So, jetzt gehen wir jetzt noch die andere Seite. Hi. Die kommen sich auch bestimmt jetzt schon verarscht vor. Zack, 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 zack. Mit einem Abseilen. So, oh. Ja, ein bisschen hoch. Noch ein bisschen. Und eins und zwei und da. Oh. Hier war doch noch irgendwo. Ah, da. Zack. Ran. Da hängt jemand. Oder da hängt jemand. Oder da hängt einer und der ist tot. Okay. Komm, 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 komm. So. Rein da. Na lecker. Alles klar. Oh, Dokument, da ist es. Kukulkan verlässt Paititi bei Neumond. Kukulkan kehrt mit anderen Fremden bei zunehmendem Mond zurück. Sie streiten sich. Am nächsten Morgen bricht die gesamte Gruppe jetzt besserer Dinge in ihren Obsidianvögeln auf. Eisenvögeln. Die Opfer wurden den Göttern dargebracht.
Sie verließen die Städte und wanderten durch die Provinzen, bis sie lebendig begraben wurden. Ein finsteres Willkommenskomitee. Ja, ein bisschen finster. Der Inka-Fahrstuhl. Jetzt neu, nur in ihren Handel. Ich brauche einen anderen Ausgang. So. Ups. Über Tote spricht man nicht. Da ist es. Sehr schön. Sehr schön. Möge Kisby Lebensmittel, Vorräte und Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Auf Deutsch. Wir sind tot, wir wollen was essen. Oh. Mord, Tod. Diebstahl fremder Feldfrüchte, Tod. Tod. Diebstahl fremder Häute, Tod. Müßiggang, Rasur des Kopfes. Kämpfe, Entschädigungszahlungen. Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Steinigung. Ausnahmen, Feierlichkeiten oder Personen über 70. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Aha, die Renten haben wieder mal extra Rechte. Diese Fallen sind komplexer, als ich gedacht hatte. Es ist interessant, wir jetzt mal so sehen, wie sie die, weil historisch ist es ja belegt, wie die hier Fallen gebaut haben, wie sie hier die Fallen gebaut haben. Hätte ich das vorher geguckt, hätte ich einfach so, ja, ich gehe mal. Aber komisches Gesetz, ne? Männer über 70 oder Leute über 70 dürfen frei saufen. Drei Filme noch, eins haben wir da, zwei Relikte sind da, dann mehr Relikte voll, Dokumente sind voll. Dokumente abgeschlossen, alles klar. Alter. Seid ihr fertig, Leute? Was ist das? Wo
wollte gerade sagen, Lara, was... Alter. Hä? Und schon wieder das Problem. Oder? Nein, warte. Na, verarschen. Na, so. Meine Fresse. Rüber jetzt. Also, Lara ist eindeutig die beste Kletterermeisterin. Da kann Eloy sich doch ein paar Scheiben nochmal abschneiden. Oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer ist die bessere Klettermeisterin? Oder kennt ihr noch jemanden, wo ihr sagt, das ist ein... Na gut, Prince of Persia würde auch noch hinhauen. Batman... Ja. Einfach zugeschlagen. Ich will das Gold sofort, ich will nicht warten. Hm. Oh. Oh. Das war knapp. Und tschüss. Ja, Mann, die Folge ist ja auch schon wieder zu Ende. Mit einer Lehrer an der Wand beende ich auch die Folge und sage wie immer, zucku, tschau, bis zum nächsten Mal. Ah, geh mit Co. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.